Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 4 Hunde und Katzen. Und wir sind noch mit der Familie hier in diesem Club in Brindleton Bay. Wir haben ein bisschen Schwimmtraining mit Jonas absolviert. Also der Stefan hat dem Jonas ein bisschen Schwimmen beigebracht. Wobei ich glaube, das hatte er gar nicht nötig. Knuffi konnte aus irgendeinem Grund scheinbar nicht schwimmen oder zumindest ist er nicht ins Wasser gehüpft. Weil das war, da war ich ein bisschen neugierig drauf. Die Kleine und Knuffi haben sich bestens amüsiert. Donika hat die Klavierfähigkeit erhalten und wir wollen jetzt aber auch nochmal woanders hin. Das heißt, wir gehen mal weiterreisen. Weil ich wollte zwar hier schon ein bisschen Zeit verbringen, haben wir ja jetzt auch, der Vormittag ist rum. Und irgendwie ist mir eine Idee gekommen, wir könnten auch nochmal woanders hin, wo es vielleicht auch für Jonas nochmal ein bisschen interessanter wird. Und wir aber trotzdem irgendwas machen können. Wir gehen einfach mal ins Kiosk und gucken mal, was da so los ist. Da ist auch was für die Kleine dabei und ja... Ich hoffe, ich weiß gar nicht, ob ich da für die Tiere auch irgendwas hingebaut habe. Ist schon so lange her, wo ich das Ding gebaut habe. Aber dann können wir da noch ein bisschen Zeit verbringen. Da können die Erwachsenen sich irgendwie einen Kaffee genehmigen. Die Kinder haben auf jeden Fall genug Möglichkeiten zu spielen oder sonst was zu tun. Ja, wir hatten auch kurz noch den Tobias getroffen. Den Opa, aber irgendwie sind wir nicht schnell genug an ihn rangekommen. Dann war er plötzlich wieder weg. Ja, als Donika ihn begrüßen wollte, genau. Donika wollte irgendwie scheinbar nicht aus dem Wasser raus. Die ist ja da rumgeschwommen und war nicht schnell genug. Ja, ja. So, da sind wir. Mal gucken. Auf was haben wir denn? Es wäre ja schön, wenn ihr euch mal was anzieht. Bitte zieht ihr was an. Ich meine, wir waren zwar gerade schwimmen, das ist auch schön und gut, aber sei so gut und zieh du dir auch was an. Das wäre echt lieb von euch. Ja, du kannst auch wieder genau das anziehen. Du genauso, bitte umziehen. Wir müssen hier nicht mit, ja, so rumlaufen, ne? Die Kleine hat schon was an, das ist wunderbar. Da können wir ja gleich mal gucken. Oh, sie muss aufs Töpfchen. Okay, ich glaube, ein Töpfchen hatte ich hier hingebaut, ja. Hatte ich hier unterschiedliche, nee, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Nee, da ist eine Tür. Gut, dann darfst du hier aufs Töpfchen gehen, genau. Und dann kannst du, was willst du denn machen? Du kannst dann machen, was du willst. Da hast du einen kleinen Kinderbereich und alles. So, Jonas geht's gut. Der kann auch tun und lassen, was er will. Der Papa könnte, was könnt ihr denn mal machen? Worauf habt ihr denn mal Lust? Ja, Schulzeug ist langweilig. Was kann man denn da draußen noch machen? Ah, stimmt, hier haben wir ja auch den kleinen Kinderkram. Ja, schön, du könntest uns was grillen oder was wollen wir machen? Oder hier, Dingsbums spielen. Was möchtest du? Ach, ich lass einfach mal laufen. Sollen sie so selber gucken, was sie machen wollen. Es gibt hier so vieles für alle zu tun. Ja, geht mal rein. Ja. Erstmal gucken, was sie alles machen. Habe ich jetzt für die Hunde was? Also für die Tiere irgendwo was stehen? Ich glaube nicht, nee. Tierfutter, nee. Ich glaube, das war zu der Zeit noch nicht draußen, das Tier-Addon, als ich das hier gebaut habe. Aber der Hund wird sich schon irgendwie zu Vergnügen wissen, denke ich mal. Oh, wer ist denn da? Luna. Fiona, hallo, was? Fiona Sommer fragt sich, ob ich sie irgendwo treffen möchte. Ja, dann komm doch hierher. Ist okay, komm hierher. Können wir sie einladen? Warte mal. Gemeinschaft. Einladen auf aktuellem Grundstück abzuhängen. Ey, dann komm doch her, Fiona. Wo bist du denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Jetzt müsste man wissen, wo sie ist. Irgendwie ist da. Da ist sie doch. Genau, und da haben wir. Ach, noch eine. Dann komm doch her. Kannst gerne mit uns hier abhängen. Das ist voll in Ordnung. So, und was machen wir hier? Oh, Jonas spielt Puppenhaus mit dem Papa zusammen. Ja, toll. Yeah. Und da ist wer am... Oh, wer klettert denn da? Ist das nicht eine von unseren Bekannten? Ja. Ich glaube schon... Oh,
Und da wird erstmal gelobt. Ja, toll. Hast du gut gemacht, meine Süße. Was machst du jetzt? Ach, rumwirbeln. In der Toilette. Na, von mir aus. So, wo ist Fiona? Ist Fiona schon da? Ich sehe sie nicht. Hallo? Ich muss mal ganz kurz Stopp drücken. Mein, das ist ja toll, was ihr hier so macht. Genau, du hast das Klettergerüst entdeckt. Und da ist doch... Kennen wir die nicht? Ja doch, Annika, hallo. Erstmal hier, Tag verschönern. Und, kannst ja mal über Träume reden. Genau, das willst du ja sowieso. Und keine Ahnung. Rumblödeln. Ihr könnt noch ein gemeinsames Foto machen. Apropos, das könnten wir auch mal so machen. Ich mache ja immer nur die Fotos anders. Foto machen mit. Genau. Hier. Sehr schön. So, was machst du? Ah, da ist ja Donika. Fiona. Hi, komm, dann geh mal mit ihr mitmachen. Hi. Tachchen. Wie geht's denn so? Erzähle mal. Was gibt's Neues? Was war das jetzt für ein Geräusch? Keine Ahnung, irgendein Geräusch war hier. So, du kannst das machen. Was machst du, kleine Maus? Auf was hast du denn Lust? Hm? Oh, da war jemand böse und hat... Ey, du blöde Kuh! Die hat das Puppenhaus zertrümmert! Komm, frag mal deinen Papa, ob er es reparieren kann. Wen fragst du jetzt, bitten zu reparieren? Oder siehst du jetzt erstmal... wieso kannst du den Papa nicht fragen? Ja, nee, dann lass mal. Das ist... Oh! Ja, süß! Die beiden da... wie sie die Augen aufreißen. Geht das so einigermaßen? Ja, geht schon. Zack, zack. Und mein Filter wieder rein. Juhu. So, das reicht. Genug. Was könntest du noch machen? Worauf hast du denn Lust? Du willst mit Jonas umarmen. Du willst mit der Mama über Superhelden reden und mit dem Papa eine alberne Geschichte erzählen. Wo ist denn der Papa hin? Das weiß ich gerade nicht. Ach, hier war das Geräusch. Ja, genau. Der Papa ist im unteren Bereich gelandet und hat sich gedacht, oh nö, ich verpiesel mich nach unten. Da habe ich meine Ruhe und kann schön... Aha. Ja. Okay, wenn da die Puppen kaputt sind, du den Papa jetzt nicht fragen kannst, dann komm doch einfach raus und spiel hier. Dann mach doch... Oh, bin schon wieder auf dem falschen Sim. Bitteschön, du... Hier kannst du Fantasieabenteuer spielen. Genau. Und zwar, warum macht das Piratenschiffswrack? Das passt. Ne? Kannst du schön spielen. Das ist in Ordnung. Oh, Sandy ist auch hier. Guck mal da. Aber das ist, glaube ich, die falsche. Das ist die Doppelgängerin Sandy, die wir nicht kennen. Ja. Halt. Nein, du machst jetzt kein Chaos. Nix da. Warte mal. Halt, stopp. Wie geht denn das nochmal? Aktionen, zack, Runde auflösen, eine Runde bilden, mit ihr hier, genau, und dann könnt ihr doch hier zusammen, warte mal, hab ich hier gar nicht, nee, oh, ihr könntet da mal ein bisschen zusammenspielen, oder ihr könnt auch mal oben hingehen, warte mal, was haben wir denn da alles noch? Wir haben, ach, ja, cool, genau, wir haben noch die ganzen anderen tollen Sachen hier. Stimmt, ja. Ey, komm, dann spiel doch mal zusammen mit ihr. Wo ist sie? Da. Dann spiel mal mit ihr. Genau. Da haben wir mehr von. Stimmt, ich habe ja hier oben auch noch Zeugs verbaut gehabt. Richtig. Ja. Gott, das Ding ist so geil. Oh, da würde ich mich... Da würde ich mich wohlfühlen, ja. Da freut sich unsere kleine Steffi auch, wenn sie älter wird und dann auch da hoch kann und so. So, du bist da am... Ach, was macht ihr denn Schönes? Hm.
So, was willst du machen? Herd kaufen? Nee. Wo rennt denn die Mama hin? Die Tante hin? Aber du könntest mal was grillen, dass wir hier nachher vielleicht noch was essen können. Hähnchenbrust. Ja, das klingt doch lecker. Mach mal eine schöne Hähnchenbrust für alle. Weil ich denke mir, die könnten auch irgendwann Hunger kriegen. Was machst du? Ah, oh, guck mal hier, Fiona ist da. Kannst du nicht mit der... Hallo. Auch mal über Interessen quatschen. Und Zuspruch geben. Und keine Ahnung, was noch. Knuffi hat Hunger. Oh, Mist. Können wir ihm irgendwas geben? Nee, da habe ich ja jetzt nichts, ne? Moment, Moment. Ich kann hier aber was reinbauen. Bauen wir mal ganz kurz was. Ja, das ist das Schöne. Hier kann man immer und überall alles Mögliche bauen. Das ist gut. So, Tiere, Tiere, Tiere hatte ich vergessen. So, warte mal, hier könnte man... da ist ein bisschen ungünstig. Ach, hier ist doch noch Platz. Guck dir mal. Da kann man doch noch so ein Tierdingens hinbauen. Gib mir mal bitte schnell... ich brauche Tiere. Ja, genau. Einfach mal so ein Fressnapf. Nehmen wir den am besten. Der passt, glaube ich, ganz gut. Bisschen in Dunkel. Passend. Ja. Hier mal einen hin. Und dann ist zumindest dieses Problem gelöst. Jo. Gut. Ja, hallo. Und dann könnte... Wer könnte denn mal schnell? Du bist da am Quatschen. Du machst schon da Essen. Und Jonas ist am Spielen, ne? Ja, gut. Gucken wir mal, dass einer gleich... wer spielt denn da mit uns? Dass einer gleich mal... Tobias Bauer. Kennen wir dich? Tini. Okay. Ja, schon mal kennenlernen vielleicht. So. Ach, Hund. Ja, ist okay, ist okay. Ich gebe dir gleich. Ich gebe dir direkt was. Ist in Ordnung. Komm mal her, Knuffi. Das geht nicht, dass du nichts zu essen hast. Da, Schüssel füllen. Warte, oder noch besser. Füllen und Knuffi zum Essen rufen. So ist besser. So, Dele. Und die Mama hat gekocht? Ja, prima. Gut, dann, jo. Geh auf Toilette und ruf die Leute dann zum Essen hier. Kannst du hier zum Essen rufen? Ja, und dann gehen wir alle zusammen ein Gericht nehmen. Aber erstmal geht's ja auf Toilette. Genau. Ich hoffe, dass das jetzt klappt, dass Knuffi da was zu essen kriegt. Hast du das? Ihr braucht immer viel zu lang, bis ihr euch kennenlernt oder sonst irgendwas miteinander macht. Das ist der einzigste Haken, dass das hier immer alles ewig dauert. Wer ist da noch alles? Oh Gott. Haben wir hier gerade irgendeine Versammlung? Ach, jetzt guck doch mal da. Hallo. Ey, guck dir das an. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Hallo, Herrchen, ich hab Hunger. Ja, ist gut. Füttern. Komm, mach. Dann fütter ihn direkt. Ja, er steht doch hinter dir. Dreh dich doch mal um. Hier, füttern. Da, guck. Er bringt's ja schon hier raus. Ja, bitteschön. Da kannst du essen. Oh, schön. Wir haben Knuffi gerettet. Leute, das habe ich auch noch nicht gesehen. Ich bin hier echt jedes Mal wieder überrascht, was hier alles geht. Aber gut, wir wollten zusammen ein Gericht nehmen. Ich hoffe, das klappt auch, wenn du schon angefangen hast oder auch nicht. Nimm nochmal ein Gericht, damit die anderen auch dazukommen. Das wäre echt lieb. Ja, er kommt. Er auch und sie auch. Und dann essen wir hier noch schön und dann können wir... Ach ja, genau. Und sie ist damit auch mit. Ich vielleicht auch Fiona. Ich weiß gar nicht. Fiona hatte ich jetzt nicht mit in die Gruppe reingepackt. Egal. Aber so kriegen alle noch mal was zu essen. Und ich finde, dann hatten wir doch einen schönen Tag mit Aktivitäten, mit Ausflügen und was weiß ich nicht noch.
Die Kinder haben ja, guck dir mal, sogar Fiona ist noch dabei. Sehr schön. Ach, das finde ich toll. Also so diese Gruppenaktivitäten finde ich einfach klasse, weil wirklich jeder mitmachen kann und gerade in solchen, Mein Name ist Boomshaw Graphic. wie sag ich, in Ah, solchen der Gag. Ah, Dr. Fleming. Gemeinschaftsgrundstücken, so nenne ich es jetzt mal, Oh. wo wirklich auch für jeden was bietet, macht das Spaß. Da kann man echt einen ganzen Tag verbringen. Ja, eigentlich wollte ich ja von Anfang an hierher. Ach, und Knuffi kommt auch noch dazu. Das ist schön. Hast du aufgegessen, Knuffi? Hast du aufgefuttert? Hast die Schüssel leer gemacht? Okay, da steht so, leere Schüssel. Aber das habe ich echt so noch nie gesehen, wie der Hund dann mit der Schüssel im Maul rumsteht und sagt, hier krieg ich jetzt mal bitte was. Das ist einfach genial. Das ist so schön. So, was wolltest du? Du wolltest über Superhelden reden, genau. Kannst ja gerade mal machen hier. Mit der Mama über Superhelden reden. Und halt, 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 halt. Bleibt doch mal stehen, Leute. Nicht immer wieder wegrennen. Er unterhält sich noch mit Fiona. Du kannst dich bitte mal nicht ins Chaos stürzen. Nein. Du kannst hier noch ein bisschen dich über die Erwachsenen lustig machen, über die Schule quatschen und Tag verschönern. Und ja, was auch immer. Über Interessen quatschen. Gucke mal, da hast du mal jemanden hier, freunde dich mit der Annika noch ein bisschen an. Ne? Ist ja auch nicht verkehrt. So, und du erzählst der Mama was, genau. Und was willst du dann machen? Tablet-Spiel spielen, ja? Irgendwie war da mal was. Jetzt rennst du trotzdem weg. Tunika, wo rennst du denn hin? Fernsehen gucken oder was willst du jetzt da? Oben? Oder wo willst du hin? Ah, was hier alles für Leute rumlaufen. Ist so genial. Ach, du hättest mal hier das Puppenhaus gerade reparieren können, Mädel. Ach ja, da guckt schon jemand fern. Deswegen gehst du da hoch. Wer ist denn das? Kenne ich dich? Halt, bleib doch mal stehen. Ah, das ist... Ja! Die kennen wir. Maja. Maja Schneider kennen wir eigentlich. Ehemalige Nachbarin. Ich weiß jetzt nur nicht, welche von den beiden wir kennen. Zeig doch mal an, wie gut da der DDD ist. Krieg ich die nicht mehr angezeigt. Ah. Ja gut. Irgendeine von denen kennen wir eigentlich. Ist nur die Frage, welche. Ja gut, egal. Die anderen sind hier noch am Futtern. Die kleine Maus wird langsam müde. Das heißt, diesen Tag werden wir dann auch bald beenden. Und dann war es auch noch eine halbe Gruppenversammlung, wenn man es mal genau nimmt. Ne? Oh, jetzt ist er aber wütend. Kannst du da schlafen? Gucke mal, kannst du hier Nickerchen machen? Ja, gucke mal, kannst du doch. Dann mach das doch mal. Ich glaube, dein Bruder möchte gern noch ein paar Sekunden hierbleiben. Wobei, der ist jetzt auch hochgegangen zum Fernseher. Ach, guck. Kennst du die? So, wartet mal. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir heimgehen, oder? Da bin mir nicht sicher. Du möchtest was machen? Ein Instrument spielen. Ah, dann tu das doch. Du bist doch gerade hier oben. Gucke mal, da gibt's bestimmt auch irgendein Instrument. Jawohl, genau. Nämlich die Kindergeige. Die kannst du spielen. Dann üb doch mal. Kann ich dir einen Wunsch erfüllen? Eigentlich wollte ich dich hier Schach spielen lassen, damit der dritte Schachpunkt da weg ist. Jetzt rennt er erst wieder runter. So, Stefan ist sich am Unterhalten. Donika ist da am Gucken. Ey, sag mal, wie wär's mit einer Runde tanzen? Das ist ja nun schon ein bisschen später geworden. Fiona dotzt da auch noch rum. Könntest ja mal hier ein bisschen tanzen. Tanzen. Tanzwettbewerb. Amma, ist das Ding eigentlich an? Mal gucken. Da ist nichts, ne? Steuerung. Was kann man da machen? Stereoanlage. Einschalten. Ja, komm, dann mach die doch mal. Auf S-Pop. Zack. Und dann kannst du doch tanzen gehen, oder? Jo. Tanzen. Genau. Und dein Schatz und Meister kann mitmachen. Gehst auch eine Runde tanzen. So. Dann wird das hier unten auch mal benutzt. Ja, es wird alles irgendwie benutzt. Was will denn Monika Weißhaupt von uns?
Ich muss echt mal wieder Sport machen. Kommst du mit ins Fitnessstudio? Nö, geht gerade nicht. Wir sind schon unterwegs. Wir machen hier schon Sport, Tanzsport. So, und du? Oh Gott, hast du die... die ist nicht so begeistert von dem, was du da fiedelst, glaube ich. Hä? Aua, meine Ohren. Bleibst du da? Oh, guck mal, ganz versunken in sein Spiel ist er am Träumen. Scheint ihm aber zu gefallen. Macht einen sehr zufriedenen Eindruck, doch, ja. Okay. Was willst du jetzt machen, Lama? Oh, er kriegt sogar noch Trinkgeld dafür, dass er aufhört, wahrscheinlich. Okay, komm, dann. Was willst du weg, das Lama nicht spielen? Ja, ist denn gerade einer da, der das spielt? Keine Ahnung, mit wem kannst du das spielen? Nee, nicht sitzen. Hier. Spielen mit. Wen kannst du denn da einladen zum Mitspielen? Ach ja, die Tante. Komm, Fiona, spiel mal eine Runde weg, das Lama nicht. Ach, ich möchte hier gar nicht weg. Es ist einfach so genial, was hier alles geht. Und sie kann ja auch hier schlafen. Und guckt mal, sogar Knuffi schläft bei ihr und passt auf sie auf unsere Kleine. Ah, das ist so herrlich. Du darfst ruhig weiterschlafen, ne? Oh, jetzt ist sie traurig. Komm, gib doch mal eine tröstliche Umarmung. Und, ja, du musst mal, ne? Du kannst hier überall hin, also überhaupt gar kein Thema. Aber wir haben ja auch diese genialen Sitzkissen. Ich glaube, auf denen schläft man sogar noch bequemer. Dann kannst du dich hier hin tun und kannst, da noch ein Nickerchen machen. So, ich guck noch mal nach deinen Eltern, wie die hier rumtanzen. Yeah, Dance Fever. Also das ist echt ein geniales Grundstück. Mir macht das so einen Spaß. Ihr könnt euch auch übrigens unterhalten, ne? Ich wollte es ja nur mal sagen. Also, andersrum natürlich mal. Könnt ihr mal Bewunderung ausdrücken hier und so. Ja, und Zuspruch geben. Oh, Hund möchte nach Hause und Beachtung will er haben. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich bin hier gerade voll am Schwärmen und Machen und Tun. Wir müssen nach Hause. Ich hab's ja kapiert. So, ihr zwei spielt da? Ja, toll. Ach, ist das schön. Das ist wirklich so ein Tagesausflug, wenn nicht. Hier könnte man Urlaub machen. Stellt noch ein paar Betten rein und dann habt ihr einen Urlaubsort mit allem, was so geboten werden kann. Oh ja, und ich muss sagen, meine Zeit ist schon wieder um. Okay. Das bedeutet, wir werden jetzt auch hier aufhören. Werden dann im nächsten Part wieder nach Hause düsen. Und dann kommt der Sonntag und dann gucken wir mal, dass wir da noch eine schöne Familienfeier, Geburtstagsfeier machen für unsere Steffi. Und vielleicht können wir dabei auch noch eine Gruppenversammlung einberufen, damit Steffi auch gleich ein paar neue Freunde finden kann. Irgendwie so in der Richtung, ne? Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat der Part hier auch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.